We missed something in that mess at the 111. Let's go back. Okay, 11:48 Uhr. Ich werde mal ganz kurz meine Klamotte wechseln, denn wir haben ja gerade eine neue bekommen. Und natürlich wissen wir, dass Mickey Cohen schon da mit drin steckt in der ganzen Drogengeschichte, denn wir haben ja unsere Zeitungsausschnitte gesehen. Oder sieht ganz cool aus eigentlich. Mal nur mit Weste? Ich mag das. Nur mit Weste. So. Ja, das ist schon akzeptabel. Lass einsteigen. Ich laufe auch gern nur mit Weste rum. Bei irgendwelchen Hochzeiten oder so trage ich immer einen Dreiteiler und werf dann gern relativ schnell das Sakko ab. So, wo geht's denn hin? Orte. Nochmal in den 111 Club. Los geht's. Suspect to be taken into custody at Southern California Auto Club. Stand by for further unit to handle identify code 2. Wo ist denn das? Mal wieder das alte Spiel. Erst schauen, wo es ist und dann erst sagen, ob man hingehen möchte oder nicht. Wo waren wir jetzt? Wo sind wir denn? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ach, hier unten. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Vor allen Dingen, weil gleich ein verstecktes Fahrzeug mit nebenan ist. Ist in Ordnung, machen wir. Da brechen wir mal gleich dahin auf. Wir müssen ja nicht immer den kürzesten Weg nehmen. Schließlich sind in Hollywood die Wege eh ziemlich kurz. Die Kürze sind sehr Weg. Mhm. So, nee, mit Mickey Cohen, das haben wir ja schon in den Zeitungsausschnitten immer verfolgt, was da so abgeht, dass der Drogen streckt, was sehr ungesund für die Süchtigen sein kann, wenn sie das nehmen. Und dass der eine Junge von dem Doc, dass der da mit drin steckt dann und da raus wollte aus der ganzen Sache. So, was haben wir denn da Schönes? Geheimnishüter. Detective Phelps, LAPD. What's going on here? This Joker was trying to tail one of our patrons. I'm a reporter, you idiot! I'm doing a feature for the Examiner, and that patron I was following is a red under investigation by the feds. Where is he now? The parking lot. His is the blue Talbot. Say, how about an exclusive when you bring him back? Shove off. You won't be filing your story today. I'll check this out. A red, huh? Sneaky bastard. Oh, I'm gonna enjoy this. Okay. Ich glaube, Kommunist ist wirklich ein Reizwort in Amerika, oder? Also wenn man sagt, jemand ist ein Kommunist, dann ist es vorbei. Achso, ich muss gar nicht ins Auto. Gut, dann machen wir es halt zu Fuß. Auch okay. Ich weiß auch nicht, was genau wir jetzt mit ihm anstellen. Müssen wir ihn jetzt verfolgen? Müssen wir ihn bloß fangen? Oder müssen wir ihn jetzt erschießen? Oder was steht jetzt an? Der ist ja schließlich rot angezeigt. LAPD, Sir. Can I have a word? Ach komm. Well, that's an admission of guilt if I ever saw one. Oh, das ist doch mal ein nettes Auto, was ihr mir jetzt zur Verfolgung bereitstellt. Finde ich sehr sympathisch. Das ist eins der versteckten Fahrzeuge. Das gibt's mal einfach so zur Verfolgung. Auch schön. Okay. Roy fängt direkt mit Schießen an. Auch gut. Wie hat er es eigentlich geschafft, durch den Mülleimer durchzufahren? Weg mit der Laterne. So, dann bleiben wir doch einfach mal dran und lassen Roy die Arbeit machen. Gib dir Mühe. Du Nichtsnutz. So, ich mach mal ein bisschen auf konservative Fahrweise. So, wir müssen ja nicht ganz so hinterher brettern. Ich denke mal, Roy wird es schon früher oder später hinkriegen. Oh, habe ihn getroffen. Wuhu. Das hat doch... Was willst du denn? Bist du bescheuert? Das hat doch funktioniert. So. Put your hands where I can see them. This is harassment. Understand? My politics are nobody's goddamn business but my own.
Tja, solange du nicht gegen das Gesetz verstößt, ist es richtig. Ich weiß ja nicht, was gegen dich ermittelt wird. Na gut, haben wir das Straßenversprechen, Verbrechen abgeschlossen. Ich schau mal ganz kurz, wo genau jetzt das versteckte Fahrzeug ist. Oh ne, ihr habt mich an einer anderen Ecke wieder rausgeworfen, ihr seid doch bescheuert. Ich mach mal da runter. Das wollte ich jetzt schon noch haben, das Fahrzeug. Schade, dass der Wagen weg ist, der versteckte, den wir gerade hatten. Na gut, machen wir nochmal kurz runter. Ist ja trotzdem relativ nah, von daher ja kein Problem. Weg da! No harm done. Meine Güte, immer auf der Kreuzung stehen bleiben. Solche können wir leiden. So, ich weiß nicht, worauf der Fall genau zusteuern wird hier, aber ich finde ja schon mal interessant, dass wir jetzt wirklich auch mal Mickey Cohen an die Eier gehen müssen. Denn das klingt für mich ganz danach, als ob es langsam wirklich mal interessant wird. Ach, das ist ja auf dem Gelände. Okay. War das etwa der Wagen, den ich gerade hatte? Kann das sein? Das wäre interessant. Aber den hatte ich doch eigentlich schon. Würde ich denken. Oder hatte ich den bloß in geschlossener Weise? Das kann natürlich auch sein. Ach, hier drüben. Ich wollte gerade sagen. So, schauen wir es uns doch mal an. Was haben wir denn da Schönes? Was ist das denn? Na, ich hoffe für dich, dass du schnell fährst. Der Düsenberg Walker Coupé, okay. Da lässt sich zumindest schon mal relativ agil steuern. Ich glaube, das Ding ist in Ordnung. Sieht auch von vorne ganz witzig aus, muss ich sagen. Weil die Vorderreifen eben noch so ein bisschen nach links und rechts rausgestellt sind und eine unglaubliche Spurverbreiterung dadurch haben. Bleib doch mal drüben. Weg da. So, dann können wir ein bisschen schneller mal zum 111 Club wieder fahren. Ich weiß bloß nicht, was genau wir jetzt dort noch finden wollen. Platz da! Muss die mal an. Kennen wir den hier nicht? Steig ein! Ich habe mal kurz den Wagen gewechselt. Ich hoffe, das ist für dich okay, Roy. So, und damit auf! Wieder in Richtung des Hollywoodland-Schriftzugs zum 111 Club. Ach, hier drüben. Alles klar. Wir sind ja immer noch nicht weitergekommen hier, oder? Gut, zumindest die Leichen sind weg, wie es scheint. Das ist ja schon mal etwas. So, aber was willst du jetzt hier genau? Nein, das Safe will ich nicht nochmal anschauen. Da gibt's nichts drin, nichts Neues. Ich gehe einfach mal Roy hinterher. Der wird schon wissen, was er will. Also, okay, er weiß nicht, was er will. Wie sieht's aus, Kollege? Was erwartest du hier zu finden noch? Die Tür bleibt zu. Ups. Ich weiß nicht. So, vielleicht nochmal hier alles anschauen. Ich weiß ja nicht, ob wir irgendwas damit anfangen können. The Valor Tobacco Company. Army Surplus Morphine, Army Surplus Weapons, Army Surplus Valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Ernsthaft? A dozen packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months supply. Dafür musste ich jetzt nochmal zurückkommen? Echt? Das kann ja nicht euer Ernst sein. Oh Gott. Das war jetzt unnötig, Leute. Kommt schon. Ich hatte das Zeug vorhin schon in der Hand. Beziehungsweise stand hier vorhin schon davor. Ach Mann. Na dann, komm Roy, komm. Ich leg schon mal den Ort ein. Das Hollywood Revier. Station der Hollywood Division. Ab geht's. Ich hätte vielleicht auch Roy fahren lassen können, das wäre ein Stück schneller gegangen. Na gut, jetzt ist es zu spät. Einmal rum ums Eck.
Der Kerl ist heute so schweigsam. Ist er etwa ein bisschen sauer auf uns, weil Cole ein bisschen zu Elsa gegangen ist? Wie sieht's eigentlich aus? Ich dachte, Cole hat eine Frau. Was fällt ihm eigentlich ein? Der eklige Ehebrecher. Oder was veranstaltet Cole mit Elsa? Man weiß es nicht so richtig. Aber ich mag die Kiste. Die fährt schön um die Ecken. Fühlt sich schön leicht an, muss ich auch sagen. Ah, da kommt noch einer von hinten durch. Der hat es gleich komplett in Brand gesetzt. Okay, warum nicht? Kann man machen. So. Oh, jetzt klingt unsere Kiste aber auch nicht mehr so rund. Was ist denn hier los? So ein Andrang. Was war das denn? Hallo? Setzt du die Kiste gegen den Pfeiler? Das fucking Rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. Everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago, if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Okay. Lead the way, Roy. Wollen wir mal schauen, was die über den Überfall wissen? Was so alles geklaut wurde. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompson's, Crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. I say we so, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Na, indem wir die Sachen, die wir im Club gefunden haben, hier auf der Liste finden. Ich denke mal, die Thompsons, die werden wir dann wohl auch noch relativ bald finden, ne? So, ich gucke erstmal kurz, ob wir hier irgendwelche bekannten Namen haben, denn vielleicht können wir es auch damit verbinden, das Ganze. Hier, McGoldrick, das ist doch der Besitzer vom Club, ne? Okay, das scheint ihm egal zu sein. Auch hier Kelso, Jack Kelso steht mit drauf, Courtney Sheldon, das sind doch die Leute, die wir schon kennen. Passiert da irgendwas? Parker oder Green? Okay. I don't know who'd be worse. Na gut, dann schauen wir mal. Ach, das ist ja schon. Warte mal, sind das, ja, das sind schon die eingekringelten Sachen, das ist ja nett. Dann zeigen wir doch einfach mal da drauf, oder? Gut, die Thompsons, die haben wir ja noch nicht gefunden. Enough to arm three companies. Hier, das sind die BARs. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Und hier haben wir auch die Zigaretten. This is the crate we recovered. Und das Morphium natürlich. Sollen wir wirklich einfach nur auf die umkringelten Sachen zeigen? Half a million cigarettes loose on the streets of LA. Das war ja da. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Ah, jetzt findet das so raus. Okay. Also, Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Sollten wir mal wieder bei denen vorbeischauen, ne? KGPL is going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Okay. Nett. Ich nehme mal an, das sind dann wohl die Thompsons. Haben wir die jetzt dann schneller gefunden, als ich gedacht hätte?
Gut, dann lass mal verschwinden von hier und mal direkt in den Wagen stürzen. Und das gleich hier nehmen. Roy, magst du hinterherkommen? Wie sieht's aus? Roy? Meine Güte, du Lahmarsch. So. Sind wir die einzigen Idioten, die jetzt hier losheizen, wenn Alarm gerufen wird? Oder gibt es auch andere? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich kann nicht schneller, als ich jetzt mache. Okay, klingt ja spannend. Ich mach da mal hier rüber. Okay, da sind wir auch schon. Busschießerei, 12.11 Uhr. Und da haben wir unsere Thompson. Und natürlich mit der kleinen Knarre, na super. Da hätten wir uns auch ruhig was Größeres mitnehmen können. Na toll. Gern, demnächst. Okay. War vielleicht gar kein schlechter Moment, aber hat nicht gereicht. Ich weiß auch nicht, ob wir den überhaupt erschießen können. Scheinbar nicht. Okay, wir sollen also nach oben. Das ist wieder so ähnlich wie in dem, was war das für ein Fall? In irgendeinem Fall hatten wir doch schon mal sowas, wo wir unbedingt erstmal einen anderen Weg suchen mussten, um das dann abzuschließen. Finde ich ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Es wäre schöner, wenn man tatsächlich auch einfach, wenn man zielen kann, aus der Ferne drauf schießen kann. Ich meine, ich habe ihm mehrere Kopfschüsse verpasst, ne? So, die Sache ist, in welche Deckung soll ich jetzt gehen? Ich gehe mal hier vor. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist, aber machen wir einfach mal so. Lauf, Cole, lauf! Okay, sollen wir hier rein? Nee. Aber zumindest haben wir es jetzt erstmal aus der Schusslinie geschafft. Wir hätten ja auch einfach das Ganze großflächig umgehen können, da hätten wir gar nicht erst hier irgendwie uns in die Schüsse stürzen müssen. Aber hey, was soll's? Machen wir es eben so. Auf nach oben! Ganz davon abgesehen, dass ich ihn ja sowieso schon von unten hätte erschießen können. Naja. Egal, egal. So, dann nehmen wir ihn eben von hinten, hops. Ja, warn ihn noch, dass du kommst. Genau, das war total schlau. Na, mein Kleiner. Wie sieht's aus? Surrender now or I will use deadly force. In die Kehle. So, die Frage ist, was sollte das Ganze hier? Scharfschütze untersuchen ist unser nächstes Ziel. Schauen wir mal, was es hier gibt. Kennen wir den Herrn irgendwoher? Nö, ne? Nicht, dass ich wüsste. Was sollte dieses Rumgeballer gerade, ist die Frage. Nichts in den Jackentaschen? Ah. Alvaro Route 217, Hollywood und Sunset zwischen 12 und 14 Uhr. Mocambo, Tisch 3. Tisch 3 im Mocambo, da sitzt Mickey Cohen. Okay. Das klingt nicht so gut für Mickey. Und da haben wir die Thompson. Nee, das ist eine BAR. It's one of the BARs. Stimmt, Thompson ist ja mit Trommel unten dran.
So, irgendwas mit den Magazinen noch? Nö, ne? Ich glaube nicht. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship. His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the Jughead? It's my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And the cops turned up and start treating me like I'm some sort of pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Dafür redest du ziemlich schlecht Englisch, muss ich sagen. Na gut, Felix Alvaro, ehemaliger Marine und Fahrer eines Hollywood-Transitbusses. You hear anything about the big heist on the Cool Ridge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Na, da weißt du doch bestimmt noch ein bisschen mehr, oder? I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Er hat's provoziert letztendlich. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Felix, we didn't go through Okinawa to come back to this on our streets. I've got the LAPD to keep me safe, right? Me and all my people. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Na, das war ja ein herzliches Wiedersehen. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying a story? Not for a minute. Gut, es gibt etwas am Telefon zu erfragen. Wunderbar, vielleicht den Aufenthaltsort von Jack Kelso, könnte ich mir vorstellen. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Ah, genau. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thank you. Na dann, wollen wir uns mal zu Jack begeben, ne? So, welchen Wagen wollen wir denn nehmen? Den Bus. Geht der überhaupt? Können Sie mal probieren? Ich glaube es aber nicht. Wäre seltsam. Ach so, da setzt er sich mit auf, natürlich setzt sich mit auf die Bank, na klar. Ist ja interessant, dass er dann die Bank auswählt. Ich wusste gar nicht, dass die Bank auch mit ausgewählt werden kann, indem man E drückt. Na gut, lass mal hier den Krankenwagen nehmen. You gotta be kidding me. We're driving this? Du kennst das Spielchen doch schon. Wir haben doch auch schon mal den Feuerwehrwagen genommen. Auf zu Kelso. Ach, herrlich, wie schwerfällig die Kiste ist. Ein Traum. Oh, du bist noch gar nicht drin, na sowas. Spring rein. Komm schon. Und los geht's. Jack is a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. It won't work. He's a tough customer. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das Wiedersehen wird mit Jack. Und inwiefern er hier verwickelt ist mit, denn wenn ich so an die Videos denke, er war doch derjenige gewesen, der Courtney da rausgeholfen hat, ne? Aus der Nummer. War das nicht Jack gewesen, der da mit Mickey Cohen mal ein paar ernstere Wörtchen geredet hat und ihn bedroht hat? Ich glaube schon, ne? Na, mal sehen. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Kannst du mal aufhören, hin und her zu rennen, Mensch? Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es wird. Allzu komfortabel scheint er ja nicht zu wohnen. Kelso's Apartment, 14:20 Uhr. Wobei der Eingang sieht ganz hübsch aus, muss ich sagen.